Es geht wieder los. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video. Schaut euch doch mal die Buns an. Seit dem 7. November gehen die wieder hoch und zwar gar nicht so übel. Also zumindest im Vorfeld hier sieht man, dass da schon ein Anstieg ist. Um fast das Doppelte, sogar ein bisschen mehr. Wenn man hier zurückgeht, ist es natürlich noch klein im Vergleich zu den ganzen Peaks davor. Aber hier ist auf jeden Fall wieder was in der Mache. Was erhoffen wir uns daraus jetzt? Natürlich hofft jeder darauf, dass eine neue Operation kommt. Die letzte ist jetzt ja doch schon ein gutes Stück her. Und wenn man so runterschaut, also vielleicht sogar mal bis ganz an den Anfang, dann könnte man schon damit rechnen, dass jetzt dann bald eine kommt. Also wir haben hier eine in 2013, dann 14, das ist insane. Einmal 15, 16, 17, ich glaube 18 war gar keine, genau. Und dann kam 2019 eine, die 20 geändert hat im März 20, dann wieder eine, die 21 in den März reinging. Und jetzt dann zu guter Letzt von September 21 bis hin in den Februar 22. Also es könnte sein, oder sollte jetzt eigentlich sein, dass jetzt langsam mal wieder eine nachgereicht wird. Und das wäre natürlich sehr schön. Denn wir haben natürlich alle mal wieder Bock auf was Neues. Man hat mittlerweile, die meisten von uns haben mittlerweile alles gesehen. Anubis ist jetzt wieder drin, juhu, buhu. Das ist auch eine Sache, die, ja, natürlich ist es gut, wenn eine neue Map hinzukommt, da freut sich jeder. Aber wenn dann eine Map wie das 2 rauskommt und bei der AWP noch 5 Schuss fehlen, weiß ich nicht. Darum wären wir sicherlich alle angetan, wenn es eine neue Operation gäbe, noch dieses Jahr und natürlich, wenn da was Geiles hinzukommen würde, wie zum Beispiel Wingman. Das war ja auch eine Sache, die mit der Operation Hydra, glaube ich, dazu kam. Da, Wargames, Wingman, Weapons Expert und so weiter. Also diese Wingman-Geschichte war eine Sache, die das Spiel für mich und auch diverse Mates von mir, also RL-Mates, die mir wirklich sehr nahe stehen, stark verändert hat, weil das war nochmal eine Sache, die neuen Wind reingebracht hat. Nicht immer den Dreck mit 4 anderen, beziehungsweise 3, wenn du also 2 rein queust, sondern du kannst einfach Matchmaking spielen, aber nur zu zweit. Wie geil ist das denn? Das war aus meiner Sicht ein super Update und es wäre natürlich, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber es wäre insane, wenn sie so etwas irgendwie hinwurschteln könnten. Ich meine, am naheliegendsten wäre halt dann sowas wie 3 gegen 3, 4 gegen 4, wobei 4 gegen 4 hat man, glaube ich, nie gespielt. Ich kannte noch von früher vom IRC auch immer dieses 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 und 5-on-5, aber 4 gegen 4 gab es irgendwie nie. Vielen Dank für den Einkauf bei Audi. Es ist so scheiße laut, ich muss es runterstellen. Wir haben gerade noch die Black Week laufen bis zum 28.11. Und wer bei Holy einkauft, kann man natürlich direkt sagen, wowie, der hilft uns, auf Platz 1 zu kommen. Wir treten gegen andere an. Um wieder zurück zum Thema zu kommen, wir alle hätten natürlich gerne was Neues. Und nicht nur neue Skins und neue Kisten und was weiß ich für einen Schotter, sondern eben gerne auch halt mal wieder was Grundlegendes. Natürlich sind diese ganzen Operation-Missionen, die damit einhergehen, eine nette Sache, ist ein schöner Zeitvertreib und bringt auch die krassesten E-Sportler und Faceit und Ezea-Schwitzer wieder so ein bisschen in Counter-Strike rein, um ein bisschen was zu machen, einfach mal rumzuhampeln. Mal wieder ein paar Bots da klatschen oder Graffitis bei den Gegnern, die den Spawn sprühen. Aber ja, trotzdem ist es halt immer wieder was Nettes, so wie auch diese Major-Geschichte immer wieder was Nettes ist, auf jeden Fall. Dass man die Coins hat, dass man da wetten kann und so weiter und so fort. Und auch noch was draus ziehen kann. Oh my god, wait a minute! So, Dele, und zwar sind wir jetzt auf dem Main-Account und da habe ich noch 2 von den Souvenir-Paketelchen und die werden wir jetzt öffnen. Ich hoffe natürlich ganz klar auf die Welcome to the Jungle, das ist logisch. Let's go, meine Damen und Herren. Was anderes kann es auch eigentlich nicht werden, weil ich habe ja total viel Glück bei den Sachen. Ah, Ich meine, die sieht ja immerhin etwas nach was aus. Hat wenigstens ein bisschen grün. Wir gucken jetzt hier drüben rein. Ich meine, gut, das war halt natürlich auch das Ancient-Kistelchen. Von daher war das ja auch irgendwie klar, oder? Nehme ich an. Hier, welche würde mir jetzt hier insgesamt von den vorderen 3 am besten gefallen? Ich denke, ohne jetzt den Preis zu wissen, wahrscheinlich ist Desert Hydra halt ultra teuer und dann die von der Preislichkeit her. Das ist halt eine echt schicke MP5, aber ich denke, die kommt nicht gegen die... Die Fennec Fox wäre es wahrscheinlich. Die Fennec Fox wäre es. Komm, gib mir die Fennec Fox und dann ist alles gut. Ja, das ist leider keine Fennec Fox. Ah, nee, wie schien, Alter, am Arsch. So eine Scheiße. Ich habe einfach kein Glück. Aber vielleicht habt ihr mehr Glück gehabt bei den Sachen. Ich drücke uns auf jeden Fall allen die Daumen, dass jetzt ganz bald ein Update kommt. Ein großes Update, eine große Operation mit geilem Scheiß. Und ich hoffe, dass euch wie immer dieses Video gefallen hat. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, womit ihr rechnet. Ob ihr auch sagt, Operation. Oder ob ihr sagt, naja, Anti-Cheat-Update. Also nichts, was ihr euch wünscht, sondern womit ihr wirklich rechnet. Was glaubt ihr, woran
Valve gerade rumwurschtelt, die Valveys und was wohl jetzt als nächstes kommt. Ich sage, es ist eine Operation. Also ein Major-Update zumindest. Vielleicht kommt noch ein kleines zwischendurch von wegen, ja, die Deagler, das ist auch ein Schuss weniger oder so ein Scheiß. Aber das nächste große Update, sage ich, ist eine Operation, meine Damen und Herren. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream. Im Moment bin ich auch ziemlich krass am Random-Livestream. Ich streame fest dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Denkt dran an das fette Knife-Giveaway. Das geht jetzt dann auch, ich glaube, kommende Woche oder die Woche drauf ist das Ding dann offen. Das fetteste Knife, das wir aktuell im Giveaway haben und hatten jemals. Das dickste Knife, das jemals rausging. Das 55. Knife, das wir verschenken übrigens, by the way. Und ja, dreimal die Woche fest mit Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Und dann nebenbei bin ich noch so am Random-Stream. Halt mal an einem Sonntag, mal an einem Montag, mal an einem Mittwoch, so wie ich Zeit und Lust habe. Gut, Leute, vielen, vielen Dank. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wie gesagt, im nächsten Video und im Stream. Kuss, later, bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.